Hallo, hier ist Ihr Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Rehkeule zerlege. Dies ist die erste Rehkeule dieses Jahres 2021. Es handelt sich hier von Maibock. Das ist ein ganz junges Stück, ganz ein zartes Fleisch. Und Sie werden sehen, das ist einfach ganz einfach. Das ist nicht die große Aufregung. Ich lege mir die Keule immer so. Ich lege mir die Keule immer so zurecht, dass die Wade bei mir schaut. Da ist die Achilles. Dann schneide ich da die Sehne weg. Ich schaue das immer gleich ganz vorne wegschneiden. Ich erspare mir noch ein bisschen Arbeit beim Zuputzen. Was so eine Rehkeule ist schon was Tolles. Sie ist schön gegrillt auf dem Grill oben. Ich sage Ihnen, das kann schon was. Wenn Sie da schauen, das ist Gelenk. Sehen Sie das? Da wackelt es ein bisschen. Jetzt fahre ich mit dem Messer. So her. Ich zerlege das Reh für einen Kollegen. Und das ist so, wie jetzt im Trend ist, der macht kein Gulasch mehr. Das wird alles verschiert. Da werden nur mal die Teile zum Grillen werden verwendet. Die ganzen Waden und Träger und alles andere verschiedene mit dem Fleischwolf durch die 3 mm Scheiben. Da trenne ich da die Wade gleich wieder raus. Schauen Sie, da habe ich nämlich dann den Vorteil, wenn ich das gleich wegschneide, dass ich die Säutchen gleich weg habe. Das schmeiße ich mal weg. Schauen Sie, wie es ist. Da haben wir jetzt einen Beckenknochen. Den Schluss aufgemacht hat er nicht ganz richtig. Ich habe ein bisschen daneben gefahren mit dem Messer, aber macht ja nichts. Wenn Sie das Reh so kriegen, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lösen den Beckenknochen gleich aus oder Sie lassen ihn da drin und Sie lösen erst die Schale. Tun Sie sich vielleicht ein bisschen leichter. Ich würde mal sagen, Sie es auch nicht. Schauen Sie immer schön am Knochen entlang. Da haben wir. Da ist der Oberschenkelknochen, ist da in der Pfanne drin. Immer schön am. Sehen Sie, da fahren Sie rundum und rum, da fahren Sie mit dem Messer so her. Da ist die Hüfte. Und jetzt schauen Sie, dass da mit dem Messer da auf der Beinhaut bleibt. Der Knochen ist sauber. Der Knochen ist sauber. Hinten auf der Rückseite will ich nicht abputzen, weil da ist eher beim Aufbrechen alles nicht so, wie es sein soll. Jetzt liegen her. Wenn Sie so schauen, da sehen Sie eine Linie. Sehen Sie die Linie da? Und da ist noch eine. Wenn man ganz genau schaut, da ist noch eine Linie. Die müssen die mittlere. Die mittlere ist die. Und da, das da, das ist die Schale. Der Schalendeckel, die Schale. Und da hinten ist die Nuss. Und das ist das Hüferschwanzerl oder in Deutschland das Bürgermeisterstück. Und rückseitig, da befindet sich die Hüfte. Und Sie müssen merken, die mittlere ist es. Die erste ist da, da schneiden Sie nicht rein. Bei der mittleren. Die geht bis von da, so herläuft sie. Schauen Sie. Da schneiden wir rein mit dem Messer. Da sind sie immer genau da. Jetzt schauen wir mal, ob wir da mit dem Knochen kommen. Aufpassen, dass man da nicht zu tief schneidet. Weil da ist nämlich gleich das Frikando drunter. Oder auch die Unterschale. Sehen Sie? Geht ruhig die Finger ein bisschen zu Hilfe nehmen. Schauen Sie, und da schneidet man nachher durch. Das ist die Schale. Zuputzen wir nachher. So, und da haben wir die Kniescheibe. Jetzt beim Röhrenknochen ist wieder das gleiche. Da nehmen wir da.
Jetzt schaue ich, dass ich das dort bei der Kniescheibe reinkomme. Und da sehen Sie, dass die Beine halt. Sehen Sie das? Und die stammen schon ein bisschen schauen, dass sie da hinten mit dem Messer die durchtrennt kriegen. Weil dann geht es so ganz, dann wird der Knochen weiß. Schauen Sie, das bricht ein bisschen. Jetzt stellen wir das da ab. Wenn das Stück älter ist, geht es nicht mehr. Weil dann, je älter das Vieh wird, desto schwerer kriegst du die Beine vom Knochen gelöst. Das ist immer ein ganz typisches Zeichen beim älteren Stück, dass es immer schwieriger geht. Aber das war jung, da geht es einfach schon der Knochen. Was wir jetzt noch da haben, jetzt stellen wir da noch die Kniescheibe aus. Und da haben wir jetzt die Nuss, die Hüfte und das Ricando, und wir sagen mal zu denen, das ist die Schwanzrolle, wir sagen dazu das falsche Filet, und da ist noch ein Stück von der Wade. Das würde bei uns heißen der Zapfen. Der Zapfen. Und da schneide ich. Ich teile jetzt die Rehkeule ganz klein auf. Man könnte es auch größer lassen. Man könnte auch das zusammenlassen für einen Braten. Dann muss ich nur schauen, dass ich da nicht zu weit reinkomme. Das ist wie ein schöner, kompakter Braten ist. Das legen wir jetzt mal weg. Jetzt drehen wir noch die Nuss von der Hüfte weg. Da habe ich das Bürgermeisterstück. Das, der schmeißt da rein. Und dann schauen wir, dass wir die Haut, da ist ein Häutchen drauf, dass wir das gleich mit runterkriegen von der Nuss. Und jetzt werde ich das zuputzen. Beim Zuputzen nehme ich mal ein längeres Messer, weil ich kriege einen schöneren Schnitt und tue es ein bisschen leichter. Also mit so einem kurzen Messer kann es eigentlich nicht richtig schnittschön zuschneiden. Und das schmeißen wir weg. Oder für den Hund. Das können wir für den Hund nehmen. Dann schauen wir das schön gerade. Wichtig ist immer, dass die Stücke schön oder gerade geschnitten sind. Die, und auch schauen, dass diese, dass da kein Schnitt drin ist, schaut gut aus. Und dass es nicht unansehnlich ist. Das ist die Nuss. Jetzt haben wir die Schale, die Oberschale oder Schale. Das ist, kommt, wissen warum das kommt. Wenn der Jäger beim Aufbrechen schneidet er da die Ding weg, die macht er die, schärft er die Decke auf und dann bleibt das frei liegen. Und wegen, ich habe lieber, wenn sie das nicht machen, gell, dann bleibt das nämlich geschlossen mit von der Decke. Und dann bricht er zwar Schloss nicht, gell, aber das bleibt schön frisch. Und Sie müssen immer schauen, wie soll ich sagen, das ist das Ende vom Reh. Da beginnen Sie den Schollendeckel aber schneiden. Das geht ganz genau nach der Haut, nach der so eine Linie fließt. Da haben wir die Silberhaut drauf, die wird weggeschnitten. Es ist schon ein wunderschönes Fleisch, so Rehfleisch. Das kommt mir schon mit gut überhaupt. Das mache ich recht gern das. Wissen Sie, ich war bei Wildberger, war ich da Betriebsleiter in Rottenmann. Das habe ich gern gemacht. Das. Und wenn Sie mal schauen, dort befindet sich eine Ader. Die geht so. Die sollten wir ausschneiden.
Was nutzt, wenn du da jetzt einen Steak überschneiden und derjenige gekriegt hast, der schaut sich schon an, was da los ist. So schneidet man das weg. Und schneiden Sie immer weg. Alles, was Ihnen glauben, das nicht passt, schneiden Sie das weg. Das macht beim Endeffekt nichts aus. Und wenn jetzt eine Steak schneidet, schneidet so, schaut, die Faser läuft so, sehen Sie das? Die läuft so, dann schneidet so, so. Und Sie können so anfangen. So her, gell? Das ist die Oberschale. Das passt. Da schneiden wir. Ich muss einmal so lachen, wenn Sie immer reden und sagen, das wird alles für Soßen genommen. Mein Gott, so viel Rehknochen. So viele Soßen können uns gar nicht kochen, was da Knochen anfallen. Deswegen ist über ein paar Minuten mehr Zeit lassen und Sie haben einfach was Wertvolles. Das hat ja einen Wert, was man da macht. Jetzt kommt das Frikando. Ich schneide das sogenannte falsche Filet schneide weg. Da ist ein Ding drin, ein Lymphknoten. Den nehmen wir auch weg. Schauen Sie, den dreht man da schön rüber. Jetzt wieder das Gleiche, das muss man mal ein bisschen in Form bringen. Und da haben wir ein schönes Stickel. Jetzt das Frikando. Da schneiden wir natürlich weg. Sehen Sie, da ist eine grobe Sehne. Das wäre beim Rind, weil das ist ein Tafelspitz. Das wäre ein Tafelspitz bis daher. Ganz, ganz fein, ganz feinfasig. Und das hinten muss wäre das schwarze Scherzel. Den schneiden wir weg. Dann schneiden wir da. Das ist mal weg. Dann schneide ich da diese Sehne, kommt auch aus bei mir. Diese Bindehäutchen, was da sind, auch zwischen Decke und Fleisch, tun wir alle weg. Was ich dann noch mache, ich schneide, das ist ein bisschen so, da wird das ein bisschen so ein bisschen prater. Ich schneide das eigentlich weg. Weil da haben sie so ein dünnes Fleisch, das wird ihnen beim Braten sowieso, passt das sowieso nie. Das schneide ich weg für das Verschierte. Und wenn sie hinten das Heitel erwischen, nehmen wir das auch weg. Das ist aber auch schön. Und jetzt kommt die Hüfte. Das wäre das sogenannte Bürgermeisterstück beim Rind oder Pastorenstück. Da stellen wir. Nur beim Reh ist das so klein, dass ich nehme entweder nehme es für Ragout oder in diesem Fall wird alles verschiert. Das nehme ich alles durch die 3 mm Scheiben des Wolfes, verschiert das durch. Da setzt sich einfach immer mehr durch. Da machen sie einen Wildburger draus für die Kinder. Das wird, oder mit Nudelgericht für Pasta Schutter, das passt alles. Gell? Da brauchst du auch kein Schweinefleisch oder nichts dazugeben. Das reine Reh geht absolut. Wie gesagt, ich merke halt in den letzten Jahren, dass der Trend dahin geht. Immer weniger Ragout und immer mehr Verschiertes. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Silberhaut drauf. Den nehmen wir schön zart weg. Immer schauen, dass gerade Schnitt sind. Ich
Klar ist der Stückchen nicht ganz so groß, gell? Aber ist jetzt schon eine Delikatesse. Das kurz gebraten auf dem Grill oben. Mein lieber Scholli, das kann schon was. Also, da muss das weg sein, gell? Wenn Sie jetzt Gäste einladen und Sie haben so ein Ding drauf, dann wird die Freude nicht ganz so groß sein. Schauen Sie, das ist die Hüfte. Das ist ja blutig, das tun wir alle weg. So. Und wie gesagt, und der nimmt das alles für Schierfleisch. Da tun wir leider die groben Sehnenköpfe weg. Natürlich auch diese Häute. Das wird dann verschiert. Da haben wir schon weggeschnitten. Und das kommt weg. Der Knochen. Das war jetzt die Rehkeule. Da haben wir das Verschierfleisch. Da haben wir so herlegen. Da haben wir das Fleisch zum Verschieren. Da war der Röhrenknochen. Auch nicht sauber waren. Da haben wir ein bisschen Fleisch genommen und meckern. Aber ich mache auch keine Soße daraus. Gell. Ich schmeiße ihn weg. Gell. Wenn Sie ihn aufmachen wollen, die Knochen. Gell. Siehst du? Bricht da. Gell. Aber ich brauche es nicht. Gell. Dann haben wir da das Frikando. Da ist das für mich das falsche Filet. Dann haben wir die Oberschale, die Hüfte und die Rehnuss. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich und danke fürs Zusehen. Ihr Profi-Metzger Ralf.